Da sind wir wieder. Lara macht sich gerade die Schuhe zu und wir haben gerade alle Schlüssel hinter uns gebracht. Jetzt geht es, soweit ich mich erinnere, glaube ich, in das Kolosseum. Werden wir mal gleich sehen. Genau! Ach, ich bin doch so toll. Nach dem Kolosseum kommt, glaube ich, der Tempel von Midas. Wir schauen jetzt mal, wie lange wir brauchen bis dahin. Ach ja, genau, wir mussten ja... Es war ja nicht noch irgendwo eine Ratte? Nee. Okay. Ich erinnere mich, dass hier oben... Genau, noch was war. Und ich erstmal nach unten gehe, wegen der nervigen Fledermaus da über mir. Wo ist sie denn? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Okay. Na, Lara, würdest du bitte nach oben und... Ja. Hört ihr das? Die hängt da irgendwo fest. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Wir machen ja direkt weiter. Ich glaube, da hinten gab es nichts weiter. Und sollte auch ordentlich springen, ne? So, die eine Ratte, die ich da höre, das weiß ich definitiv, die ist da hinten beim Wasser. Vor da brauchen wir uns jetzt noch keine Sorgen machen. Aber diese Fledermaus geht mir gerade so auf den Keks. Yep, genau hier beim Wasser ist sie nämlich. Ich glaube hier runter. Ach, kamen wir hier hinten auch hoch? Wusste ich gar nicht mehr. Okay. Ah, Schrotflintenmunition haben wir voll. Brauchen wir also nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hier lang müssen im Übrigen. Also, bitte nicht schreien oder so. Ich schwimme jetzt erstmal nach Lara? Moment, wir tauchen nochmal ganz kurz auf. Lara, was war denn das jetzt bitte? Sie wollte jetzt gerade nicht dahin schwimmen, wo ich wollte. Ah, wir sehen da unten schon wieder den Fisch. Das heißt, wir schwimmen hier in die falsche Richtung. Gut, das heißt, wir tauchen ohnehin nochmal auf. Weil wir sonst hier jämmerlich ertrinken. So. Das heißt, ich schwamm schon in die richtige Richtung. Lara jedenfalls nicht. So, dann könnte man hier auch mal ein bisschen schneller schwingen. Ich glaube, hier war auch irgendwo noch ein Geheimnis versteckt. Ich schwimme jetzt erstmal hier hin. Okay. Hier sind wir also richtig. Dann geht es nochmal abwärts. Weil wir nehmen ja alles mit, habe ich ja gesagt. Am Anfang schon vom Let's Play. Entsprechend halte ich mich da auch gerne dran. Dass wir dann auch entsprechend hier nochmal abbiegen. Weil ich glaube, irgendwo hier war noch was versteckt. Oder auch nicht. Wir lassen Lara gerade umsonst sterben. Oh, das ging aber diesmal schnell. Leute, ich möchte aber noch mal wissen, ob da unten was ist, weil ich würde, glaube ich, mir das jetzt nicht wirklich verzeihen, wenn wir da was vergessen. Nee, da ist tatsächlich nichts. Wie viele Geheimnisse haben wir denn hier eigentlich? Wir schauen nochmal ganz kurz nach. Ein Artefakt, genau. Und ich bin mir sicher, das war unter Wasser. Aber ich kann mich auch echt extrem irren. Wie gesagt, es ist halb blind. Ich hab's irgendwann mal, habe ich Tomb Raider gespielt. Das ist schon lange her. Okay, hier war echt nichts. Ich will ja auch die ganze Folge nicht im Wasser verbringen, ganz ehrlich. Ich schwimme jetzt zurück.
Ist halt blöd, wenn wir es jetzt wirklich verpasst haben. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr es zufällig wisst. Ich guck noch mal hier hinten in die Ecke rein. Lass Lara jetzt notfalls noch mal sterben. Ja, lasse ich auch. Und dann fangen wir jetzt gleich da oben am Kontrollpunkt an, wo wir zuletzt gespeichert haben. Und gehen mal den ganz normalen Weg jetzt weiter, weil es bringt so jetzt gerade nicht allzu viel. Wobei, ich glaube, ich weiß, wo im Kolosseum das Ganze war. Gut, gut, gut. Haben wir das schon mal erledigt? Okay. Mir fällt zum ersten Mal auf, wie die Balken hier knarzen. Ist das heftig? Ich glaube, wir brauchten den, um hier ranzukommen. Genau. Konnte man den nicht bewegen? Nee, konnte man nicht. Okay. Ich schaue erstmal ganz kurz, was da drüben ist. Weil ich weiß, auf dem Dach vom Kolosseum ist definitiv ein Geheimnis. Ah, da ist ein großes Medipack. Das nehmen wir doch gerne mit. So, auf der anderen Seite liegt, glaube ich, irgendwo ein Schlüssel. Da müssen wir mal gucken, wie das war. So, ich glaube, zuerst muss ich da hinten ran. Genau. Da nach oben. Von da aus da rüber. Nein. Gut. Dann von da aus direkt an den anderen Stange ran. Gut. Lara? Ich meine, wenn du schmutzig bist, dann geh baden, aber das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ich fühle mich gerade dezent von diesem Spiel gemobbt. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Achso, deswegen. Weil wir da gar nicht lang müssen. Wir müssen nämlich jetzt hier rückwärts. Lara, guck, richte mal die Kamera aus hier. Wieder ein Stück zurück, nach hinten. Nach oben. Und in diese Richtung rüber. Gut. Und diesen Sprung verkacken wir nicht. Gut. Ich glaube, hier in der Ecke war noch irgendwas. Nee. Okay, dann geht's jetzt, glaube ich, hoch ins Kolosseum. Würde ich sagen, machen wir das doch direkt mal. Auf dem Weg dahin dürften uns, glaube ich, keine weiteren Gegner begegnen, soweit ich weiß. Denn hier oben haben wir eine wunderschöne Cutscene. Was ist jetzt los? Warum? Moment, irgendwas stimmt ja gerade mit meinem Gamepad nicht. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen, weil irgendwie... Was zur Hölle war bitte das jetzt? Ja, die Cutscene können wir eigentlich überspringen. Können wir nicht? Können wir nicht. Irgendwie hat Lara nicht richtig visiert. Hat ständig die, das Anvisieren wieder rausgenommen. Okay, das mit dem Kopfschuss hat diesmal echt nicht funktioniert, wie ich das ganz gern gehabt hätte. Gut, dann machen wir jetzt einfach weiter. Ah, Leute. Das ist jetzt ärgerlich. Gut, man merkt, dass ich wieder ein, zwei... Sie sollten sich beeilen. ...Tage nicht gespielt habe. Leuchtet da drüben Munition, toll.
Ja, Munition ist jetzt nicht so das Wahre und es ist am Ende wieder für die Schrotflinte. Ach, das war mir doch so klar, Mensch. Wir müssen da hoch. Ach ja, genau, Kolosseum. Wir mussten. Ich habe so einen Mikroruckler, das nervt mich gerade irgendwie total. Wir mussten dann hier hoch. Lara, weißt du, wo oben ist? Oh nein, ich habe keine Richtungstaste gedrückt, falls das jetzt irgendjemand behaupten möchte. Alter, mich hat das mit dem. Mit diesem Scheiß vor uns so abgefuckt, mit diesen Damoklesschwertern. Boah, ich bin da immer noch total geflasht davon. Ist krass. Ja, genau. Runterrutschen. Im richtigen Moment springen. Oder auch nicht. Ja. Eigentlich nicht, nee. Was macht die? Sorry, aber was macht sie? Ich war da jetzt gerade dezent irritiert von. Oh, machen wir mal einen Scheiterli. Genau, wir müssen da runter, um den Schlüssel für hier hinten zu bekommen, damit wir reinkommen. Und natürlich machen wir es nicht so, wie ich das jetzt gerade überlegt hatte, sondern wir gehen den normalen Weg runter. Ja, ich weiß, da dürften jetzt zwei Löwen rauskommen. Nur die sehe ich irgendwie noch nicht. Ach, nochmal Gorillas. Lara. Ach, Gorillas, Löwen und. Okay. Alter Schwede, da musste ich jetzt sogar mal ein Medipack nehmen. Alter, hauen die Gorillas rein. So, Quicktime-Event geschafft. Lol, nicht im Ernst. Hänge ich an dem scheiß Stein oder was? Er verarscht mich doch gerade. Oder ich bin einfach zu blöd zum Spielen. Aber ja, wir. Ich glaube, wir müssen das Ganze sowieso umbetiteln. Ich glaube, 1000 Möglichkeiten, Lara zu töten. Weil so oft wie wir in diesen letzten zwei Videos gestorben sind, ist das einfach bloß krank. Alter, Lara, wo springst du denn eigentlich hin? Ah, ich glaube, der Gamepad-Akku wird leer. Alles klar, okay. Gut, dann machen wir das jetzt noch so weit, wie wir können. Und wir haben es ja alle platt. Gut. Das heißt, wir holen uns jetzt noch den Schlüssel und machen noch die Tür da oben. Danach wird hier erstmal soweit Schluss sein, weil ich das Gamepad leider aufladen muss. Weil irgendwie reagiert es gerade gar nicht auf die Eingaben, wie ich das ganz gerne hätte. So, da oben ist der Schlüssel. An diesem Schlüssel kommen wir in. Ah, schon wieder Schrotflintenmunition. Indem wir diesen Käfig da oben darüber befördern. Aber vorher möchte ich gerade nochmal gucken, ob wir hier nicht irgendwo was vergessen haben. Nein, das sieht schon nicht so aus. So. Ach, im Ernst? Na, dann müssen wir es halt auf die altmodische machen. Ich finde das mit dem Haken wesentlich angenehmer als das Ding zu schieben. Weil das nervt mich irgendwie total.
Genau aus diesem Grund, weil Lara das Ding nicht mehr unter Kontrolle hat, sobald man das da oben hinschiebt. Ich finde das furchtbar. So. Na bitte. Ich finde das angenehmer, wenn wir das so machen. Na. Gut. Wir haben einen Balkonschlüssel. Balkon? Balkon. Nee, Balkon natürlich. Die Aussprache tut ja weh. Ja, und wir hören die epische Musik wieder. Ja, genau. Wir sollten ab und zu mal nachladen. Wie mir scheint. Ja, Kontrollpunkt? Ist schon klar. Na gut. Ach, was soll's. Ein kleines Medipack reicht. Ich meine, durch Laras Tod kriegen wir ja sowieso wieder Leben aufgefüllt. Und wir begeben uns natürlich jetzt erstmal wieder auf den Weg darüber, der da oben ist. Genau. Ich musste das gerade jetzt echt selber suchen. Und beim Balkon oben, beim Balkon, machen wir natürlich dann den Kontrollpunkt und würde ich sagen, bis dahin spielen wir jetzt auf jeden Fall noch. Einfach weil ich nicht jetzt hier so mittendrin aufhören will. Klar, ihr wollt sehen, wie es weitergeht. Möchte ich auch. Das tun wir dann aber gegebenenfalls in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich da nicht wieder so viel Zeit zwischen den Aufnahmen dazwischen habe. Weil das stresst selber, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt auch wieder, wo das Geheimnis ist. Es war leicht schlecht dahin zu kommen. Ich wusste nicht, dass das alles als ein Level gilt. Gut, dann machen wir einmal hier hoch. Da oben ist der Kontrollpunkt und ich würde sagen, wir stellen Lara jetzt mal noch ganz kurz hier oben hin. Und mit dieser Aussicht, da drüben ist übrigens das Geheimnis, für die Leute, die es interessiert. Wieso haben wir denn eigentlich die Schrotflinte drin? Nachladen, war so, genau. Gut, mit dieser Aussicht auf Lara und ihre Freizügigkeit, ihre kurzen Pants, Shorties, Hotpants, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.